Ich freue mich sehr, dass das Filmfestival in Ravenna in diesem Jahr meine Heimatchronik präsentiert. Denn wir erleben zurzeit eine historische Ausnahmesituation, in der wir unseren Blick auf die Höhen und Abgründe der Geschichte richten. Mein filmisches Werk hatte immer diesen Aspekt im Blick, die Verschränkung des Privaten und des Historischen im Leben der Menschen. Ich wünsche den Filmfreunden in Ravenna viel Freude und gewinnbringende Erkenntnisse beim Anschauen der Heimat. Mit dem italienischen Publikum hatte ich in den vergangenen 30 Jahren immer wieder die schönsten Begegnungen, sodass ich hoffen darf, dass die Projektion in Ravenna auch wieder eine gute Resonanz haben wird. Ich grüße ganz speziell auch meine Freunde Giovanni Spagnoletti und Barbara Rossi sowie Sie alle. Ihr Edgar Reitz. Hallo.